Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Survival Evolved hier auf Fjordor. Wir sind vor einer Höhle, wir sind unter Wasser und haben die Koordinaten 3, 3 oder 3, 4 und 3, 8 circa und wir haben die Höhle direkt hinter uns. Eine gute Unterwasserhöhle, hoffe ich. Nicht so wie letztes Mal, wo wir unter Wasser eine Höhle gesucht haben und eine Landhöhle hatten. So, gehen wir mal hier rein. Ich hoffe, ihr seht genug. Ich habe schon die Kamera ein bisschen hochgedreht. Oh, mal hier rum. Also hier gibt es auf jeden Fall Silikaperlen, denke ich mal. Hier diese Muscheln, da kann man meistens Silikaperlen holen. Oh, ich habe keine Flossen an. Und da kommen schon Piranhas. Und ja, Basilosaurus war lange in seinen Cryo Ball und deswegen hat der einiges an Level gemacht. Und das ist der Grund, warum ich den haben wollte, weil er einfach keine Elektroschocks kriegt. Das ist einfach mega gut. Komm her, du. Boah, Level 300. Boah, jetzt schauen wir mal weiter. Da ist ein Dunkleo, glaube ich, heißen die. Da ist irgendwie. Das war ein heller Kraut hier. Kristalle. Ja, ich glaube nicht, dass man die harvesten kann. Ich will es auch gerade nicht ausprobieren. Hier sind zu viele High-Level-Tierchen unterwegs. Da oben. Keine Ahnung, was der macht. Wir schwimmen erstmal weiter und den Dunki versuchen wir mal zu ärgern. Oh, es sind sogar zwei. Und die haben einiges an Health. Und jetzt kommt der Megalodon. Will ein bisschen was von uns abbeißen, weil wir machen ordentlich Schaden. War nur ein Level 100. Guck gerade rum, ob wir noch. Da steigen Luftblasen auf, da kann man wahrscheinlich seinen Sauerstoff tanken. So, schauen wir mal uns hier um. Da ist irgendwas Rotes. Ein Drop. Hier gerade keinen. Würde meinen, hier wäre ein Drop, aber wahrscheinlich kommt das Rote hier von den Pflanzen. Ja, genau. Ah, du warst vorhin im Partner-Buff, deswegen hast du. Oder haben wir weniger Damage gemacht? Ja, jetzt hat er seine Freundin dazu geholt. Oder ihren Freund. Weiß nicht, welcher jetzt ist. Aber ich lasse die mal in Ruhe. Was ist denn hier oben? Ach, nix. Kann unten her schwimmen, oben her schwimmen. Versuch zu gucken, ob da irgendwo Drops zu finden sind. Weil meistens in Unterwasserhöhlen sind die Drops richtig gut. Überall leuchtet es hier. Was sehr praktisch ist, damit man was sehen kann, aber lenkt ganz schön ab. Unser Basilo mag diese Tiefe nicht, das ist aber mir gerade ein bisschen egal. Jemand versucht uns hier zu schocken. Nix schockt uns hier. Ja, komm. Wir wollen weiter. Oder wollt ihr doch noch was von uns haben hier? Angriffsgeschwindigkeit haben die ja auch nicht hier. Oh, jetzt kommen sie alle an. Aber mit unserem Basilo sind wir gut ausgestattet. Wie viel EP hat der denn eigentlich schon? Einiges. Wir werden aber ein bisschen mehr in Damage machen. In Damage einbauen. So, Sundrop. Nein. Aber hier geht's runter. Da ist ein Drop. Ah, Artefakt des Fressers ist hier. Okay. Cool. Das war schon in der Höhle. Piranha wieder mal. Hier geht's auf jeden Fall runter zum Artefakt des Fressers.
Gewässers. Sonst sehe ich hier echt nichts. Das ist äußerst bedauerlich. Ich habe mir die Höhle etwas schwerer vorgestellt, aber ich sehe auch nirgendwo Drops. Ich bin ja auch nur am Rumeiern hier. Also ich hätte mir vorstellen können, dass auf dieser Ablage hier oben oder diesem Vorsprung was drauf ist. Ja, lass mich, ich bin gerade hier am Suchen meiner komischen Optik. Also das ist eine der Sachen, die mich bei Ark ein bisschen ankotzen, halt die Unterwasserwelt, dass das alles so verschwommen ist. Mit der, kann's mal zeigen, wenn wir die Brille jetzt aufsetzen, haben wir eingeschränkte Sicht und klarer sehen wir nicht wirklich. Also das haben sie bei, glaube ich, auf The Island funktioniert, diese Maske, aber überall anders. Scheinbar nicht. Was auch sehr schade ist, weil diese blurry Sight, diese verschwommene Sicht ist einfach nur Kacke. So, und ich hätte schwören können, hier unten ist ein roter Drop, weil alles ein bisschen rötlicher ist wie sonst. Aber hier muss ich mal näher dran gehen, um da zu gucken. Ne, ist hier nix. So, nichts. Auf der Ablage hier oben könnte ich mir das auch vorstellen. Sehe aber auch nichts. Gehen wir mal hier rüber. Ne, keine Drops. Schade. Ja, das war mal kurzes Unterfangen hier. Welchen haben wir? Artefakt des Wassers, Devourer, genau. Weiß gar nicht, für welchen Boss wir den brauchen, ehrlich gesagt. Mir aber auch egal, alles sammeln. Lieber haben und nicht gebrauchen, als gebrauchen und nicht haben. Sag ich mal. Hier vorne waren wir ja auch schon, hier ist auch nichts. Aber die Höhle ist bestimmt mega gefährlich, wenn man nicht ganz gut ausgestattet ist. Die Levels von den Tierchen sind schon extrem hoch. Das müsste der Ausgang sein. Jo, wird sofort dunkel. Bumm. Ich hab schon hochgegammert, ist wahrscheinlich mitten in der Nacht. Alles klar. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like und ein Abo und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao!